Es ist ein Angriff aus einem virtuellen Hinterhalt. Jemand hat massenhaft private Daten von Politikern und Prominenten im Netz veröffentlicht und damit große Besorgnis ausgelöst. Betroffen sind hunderte Politiker auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, darunter auch Bundespräsident Steinmeier und Grünen-Chef Habeck. Außerdem Journalisten und Künstler wie Oliver Welke oder der Rapper Sido. Veröffentlicht wurden vertrauliche, parteiinterne Dokumente und zum Teil auch persönliche Daten wie Handynummern, Adressen, Chats, Rechnungen, Kontodaten oder Fotos. Zum einen fällt sehr auf, welche Politiker fehlen. Das sind die Politiker der AfD. Aber man sieht auch bei den Prominenten, dass die Art der Daten und auch die Vielfalt der Daten sehr unterschiedlich sind. Aber alle Prominente haben sich sehr deutlich gegen rechts ausgesprochen. Beweise, dass rechte Gruppen hinter dem Angriff stecken, gibt es nicht. Wohl aber Hinweise. Man merkt auch in den teilweise kommentierten, so strukturierten Daten, dass dort Begriffe verwendet werden, die ganz klar zum rechten Milieu gehören. Niemand sozusagen würde sonst linksgrün versifft schreiben. Es ist schwer, daraus Rückschlüsse wirklich ziehen zu können. Entweder ist der Täter rechter Gesinnung oder jemand versucht so zu tun, als wäre der Täter rechter Gesinnung. Die Dimension des Datendiebstahls ist noch gar nicht abzusehen. Am stärksten sind aber wohl Politiker betroffen. Sie verurteilen den Angriff als Anschlag auf die Demokratie. Private E-Mails, Anschriften, Zeugnisse, dass solche sensiblen Daten öffentlich werden, das ist für viele Beobachter auch ein Einschüchterungsversuch. Das Signal, wer sich bei bestimmten Akteuren unbeliebt macht, dessen Privatsphäre ist nicht mehr sicher. Ein Angriff auf die offene Debatte? Dieses Land, diese Gesellschaft basiert auf freier Meinungsäußerung, Schutz von Daten und Grundrechten, Privatsphäre. Und das ist der Maßstab für unser Handeln. Und das werden wir auch weiter intensiv verteidigen. Von Trump hatte sie sich Rückenwind für die eigene Partei erhofft, doch im Moment verliert die AfD an Zustimmung. Und weil man das nicht dem amerikanischen Präsidenten anlasten kann, suchen die AfDler die Schuldigen in der eigenen Partei. Den Machtkampf an der Spitze gibt es schon lange. Frauke Petry will ganz allein sagen, wo es lang geht. Doch im Streit darum, wie weit rechts die Partei stehen soll, scheint ihr die Führung langsam zu entgleiten. Nach Recherchen von WDR und NDR haben Petrys Gegenspieler der Vorsitzenden jetzt offen den Krieg erklärt. Katja Riedl, Sebastian Pittelko und Anja Brücker berichten. Die Basis muckt auf. Einen Mitgliederentscheid fordert diese E-Mail. Das Ziel, die Neuwahl des AfD-Vorstandes. Das tiefe Zerwürfnis zeigt ein aktueller E-Mail-Wechsel zwischen Alexander Gauland und einem Vertreter des Petri-Lagers, der WDR und NDR vorliegt. Das tiefe Zerwürfnis zeigt ein aktueller E-Mail-Wechsel zwischen Alexander Gauland und einem Vertreter des Petri-Lagers, der WDR und NDR vorliegt.